Da hat sie noch eine Kiste hingestellt. Sie fängt an, fleißig Kisten zu stellen. Das sieht fast aus, als passt. Passt aber nicht. Hm. Die ist noch leer. Ja, dann bleibt er halt da drin, wo er war. Oder da. Oder da. Oder hier. Oder da. Oder... Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Einer noch? Hm? Ich habe gerade mal die 50 Eisenbarren abgeholt. Mhm. Ich gucke jetzt auch mal kurz an der Werkbank nach, ob das schwertechnisch irgendwas bringt oder so, waffentechnisch. Ein eiserner Bergbaubohrer ist damit möglich. Baut Erde effektiv ab. Und ich habe bisher, glaube ich, einen kupfernen, ne? Ne, einen Bergbaubohrer habe ich. Der macht 2, der andere macht 5. Alter Vater. Das wird natürlich das Tempo erhöhen. Wie noch was. Meine Güte. Ja, genau, das ist der eiserne Bergbaubohrer. Dann kann ich den anderen verkaufen. Macht nur 4 Barren, das ist ja eigentlich gar kein Ding. Willst du auch einen eisernen Bergbaubohrer haben? Wenn du mir einen bauen kannst. Schon gemacht. Das ist cool. So, jetzt habe ich 2 von den eisernen Bergbaubohrern und gebe jetzt dem Shelton, check ich jetzt den... Alter, Shelton, laber mich nicht an. Tschüss. Ah, nee, nicht tschüss. Jetzt müssen wir uns nochmal dran. Es tut mir so leid. Mir geht Shelton auf den Nerven. Ich mag Shelton nicht. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich Shelton nicht mag, aber ich mochte Shelton ab dem ersten Tag nicht. Wo ist denn mein alter Bergbaubohrer, der uns treue Dienste leistet und jetzt trotzdem von der Technik überholt wurde? Sprengbombe? Nein. Arcana? Ich finde nicht. Ich muss mal auf die Bilder. Ah, ist er doch. 28 bringt der. Na gut. Tschüss, Shelton. Da ist eine Luzi in der Nähe, das merke ich ganz deutlich. Da war nämlich ein Tintenfisch, der an mir rumgezuckelt hat. Wie du da über deiner Pinkelschale stehst, musst du machen. Was? Ich? Nee, ich mach gar nichts. Da, ich hab dir den danke schön. Eisernen Bergbaubohrer. Ja. Der baut 4, glaube ich, auf einmal ab. Also der andere hat 4 auf einmal abgebaut. So, jetzt nochmal gucken. Schwertechnisch. Wir haben... Ach, die Werkbank hier ist die... Amboss. Wir brauchen immer noch Gold zum Aufrüsten. Altar. Holzschwert? Ich verstehe das hier gerade nicht. Die Werkbank, ist die nicht gerüstet? Ich dachte, das wäre eine aufgerüstete Werkbank. Ja, aber wir brauchen die nächste Aufrüstung. Die Werkbank hier ist bei mir hier, aber die hat nur noch... Ach, Werkbank 3 kann die Truhe. Das heißt, beim Schwert haben wir nur... Aha. Und das ist Werkbank 3. Aha. Okay, fürs Schwert gibt es da noch gar nichts. Und das ist ja das nächste. Amboss ist da noch Kupferhammer. Alter, eiserne Tod gibt's hier. Wie ich aussehe mit dem Gerät. Aus meiner Sicht hältst du den ganzen Lockerflocken in der Hand. Werkbank skizziert dich. Felix Kraft. Wir brauchen jetzt für alles zum Aufrüsten Gold. Beweglichkeit 1, da gibt es hier so ein Football-Helm, Felix gerade. Habe ich gesehen, ja. Altafi, Hut des Beschwörers, okay, das ist eher für dich, glaube ich. Kapuze des Bandstürmers. Amboss gibt es noch meine Bestienmeister-Sachen, die habe ich ja noch auf Lager. Oh, haben wir noch 4 Eisenbarren, dann kann ich den Alchemietisch aufwerten. Ich habe auch noch viel mehr Eisenbarren. Ja, ich hole mir gerade welche hier aus der Kiste. Ich mache halbier, na gut. Dann mach du mal. Ich bin ja gerade am Rumgucken, was so alles geht. Aber waffentechnisch geht viel weniger, als ich gedacht hätte. Ich finde nicht mal mehr das Kupfer. Ne? Doch, da ist Kupferlandschwert. Aber warum gibt es kein eisernes Langschwert? Das wäre doch logisch. Was bummst denn da? Ich habe den Alchemietisch aufgewertet. Es gibt den Stab des Eises, Eisensens. Ach, das Altar, natürlich. Bergbank 3. Und 2, Landeplatz, Truhe. Landeplatz? Was macht der Landeplatz? Keine Ahnung. Ich wüsste gerne mal mehr darüber, bitte. Info bitte. Ich nehme an, dass das so ein Landeplatz ist, dass man den, also wir müssten dann, wenn wir den jetzt bei uns in der Mitte reinsetzen, müssten wir nicht immer von dem anderen da hergelatscht kommen, weißt du?
Was jetzt aber nicht so schlimm ist. Es gibt auch noch eine Waldläuferstation. Wenn es eine Waldläuferstation gibt, dann, was ist denn eigentlich das Spezielle für mich? Na, ich bin ja ein Krieger. Es gibt einen Alchemietisch, der ist ja für Tränke. Es gibt eine Waldläuferstation. Der Amboss wahrscheinlich, oder? Ja, Herstellung metallener Gegenstände. So, den kann ich gerade aufrüsten für dich. So. Ups. Jetzt guck mal. Ich guck mal. Ach, hier kann ich Waffen machen. Ja. Das habe ich nämlich jetzt erst geschnackelt. Da haben die Leute schon wieder da gesessen, sich die Haare gerauft. Da kann ich jetzt Waffen machen. Ah, ja. Eisernes Großschwert. Was hat denn meins? Wo ist es denn? Das macht 70 Schaden und das eiserne Großschwert macht 112. Boah. Und das eiserne Langschwert macht schon, dafür brauche ich Leinenstoff. Aha. Mhm. Und für das eiserne Großschwert brauche ich Sesaphirstaub. Sesaphirstaub. Ja, erzähl weiter. Ich bin gerade noch am gucken. Das sind ganz tolle Sachen. Sesaphirstaub. Staub in den Staub mit dir. Sesaphirstaub. Kann man den kraften? Das ist die große Frage. Gibt einen Kosmetik-Geschenkbox. Smaragdstaub. Lufttrank. Lufttrank? Ja, Sesaphir habe ich hier 11 in die Kiste gelegt. Du kannst dir mit Wasser ersenkt und Feuergeist, was wir nicht haben. Hast du Sesaphirstaub? Den musst du erst machen. Der Sesaphir liegt hier in der Kiste. Ich habe Sesaphir im Inventar. Ja. Aber ich weiß nicht, wo ich ihn machen muss. Ehrlich gesagt. Du musst an den Altar dafür. An den Altar. Am Altar bin ich doch nie. Ich bin doch ein Krieger. Was soll ich denn am Altar? Bist du am Altar gerade am rumkrabbeln? Ja, ich bin aber sofort dann. Das sieht man daran, dass du wild am Buchblättern warst. Weil ich mir nämlich jetzt einen neuen Stab gemacht habe. Der Tintenfisch war gerade so zwischen deinen Beinen, dass der Mund genau. Ist ja auch. Ja, ist okay. Hat der Mund gewacht. Ach, hier. Brauche ich nur zweimal wieder? Ich glaube, es war zweimal, ne? So, mein Zauberstab hat jetzt auch 70, 14% kritische Treffer und 14% Trefferchance. Guck, ich habe jetzt hier so einen. Oha, da tropft grüne Klibber runter. Ja. Schämst du dich nicht ein bisschen? Du hast doch wieder mit deinem Zauberstab gepopelt, gib's doch zu. Da saß er da mit dem Zauberstab genüsslich. Ja, genau. Ich stelle jetzt ein eisernes Großschwert her. Und damit hat sich hier diese Wurmgeisel doch erledigt. Klar, die erteilt Elektroschaden stark gegen Wasser. Leben plus 40 ist natürlich super, außer ich schaue 6. Aber trotzdem haben wir hier einfach 112 gegen 70. Ne? Das sind einfach 42 mehr Angriffswert, auch wenn hier dann Mana-Regeneration. Ach, das ist Leben plus 60 sogar, nicht Leben plus 40. Also ich tausche die Ausweichchance gegen die Mana-Regeneration. Soll ich diesen Stab nochmal aufheben hier, diese Wurmgeisel aus Erinnerungsgründen? Oder soll ich die verchecken? Was? Die Wurmgeisel. Was war denn das? Das war meine Waffe, die ich die ganze Zeit hatte. Das musst du wissen, ob du das behalten möchtest. Darf ich oder dir nicht? Mal mein Schwert zeigen? Guck mal. Und da tropft auch nichts runter, weil ich mit dem Schwert nicht popeln kann. Ich würde mir es nämlich direkt bis unter die Schädeldecke stecken. Komm, wir machen mal eine Quest irgendwas und probieren die neuen Waffen aus. Da gibt es gerade wieder eine Sonderquest. Aha. Klappernde Knochen. Aha. Ich verkaufe erst meine Wurmgeisel, habe ich mir überlegt. Dann mach gerade, dann klicke ich auf Reisen. Nein, ich habe wieder Schuss geklickt. Jedes Mal chatten. Chatten? Du bist ein notwendiges Übel. Tu nicht so, als wärst du wichtig. 200 bringt mir nämlich die Wurmgeisel und das ist verdoppelt fast mein Gold. Dann habe ich nämlich fast 500 dadurch.
Und dann denke ich, kann man die Wurmgeißel schon mal verkaufen. Ja. Weil vielleicht kann ich mir damit noch bald irgendwann noch ein paar Rüstungsteile kaufen. Mhm. Das fände ich ja auch ganz persönlich ganz geil. Jetzt habe ich hier dieses riesige Ding in der Hand. Kann ich jetzt auf Reisen? Ja, wenn du möchtest. Jetzt habe ich hier dieses riesige Ding in der Hand. Das ist fast wie sonst auch, ne? Mhm. Kleiner Scherz am Rande. Mhm. So. Aha. Irgendwie ist gerade komisch gewesen mit der Schrift bei dir auch. Klappernde Knochen. Besiege 8 gefallene Junger, besiegen wir 2 gefallene Krieger. Okay, okay. Okay. Erstmal, der erste Gegner wird ein Papagei sein. Nee, nee, hier. Jetzt, ich habe einen Papagei angegriffen und ich wollte die Waffe testen. Okay, die Waffe scheint ganz nett zu sein. Ich habe auch mitgemacht. Ach so. Ach, da. Duck, duck, duck. Boah, Alter. Das scheint nett zu sein. Aber ich finde auch schön, dass ich jetzt ein Herz schon in der Reihe drunter noch habe. Mhm. Also das heißt, ich habe jetzt fast schon 2 Reihen Herzen. Finde ich irgendwie sehr geil. Sehr gut. Boah, Alter. Das fetzt voll, ey. Das fetzt aber sowas von. Guck das mal. Das macht voll Spaß. Ja, jetzt bumsen wir sie durch. Das kriege ich voll auf die Nuss. Ja, das tut jetzt mal richtig weh. Aufgabe abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch die gefallenen Junker finden. Das hat voll gefetzt. Das waren jetzt schon 6 von 8 gefallenen Junkern. Ja, stimmt. Ja, ja. Da hinten liegt EP. Wir haben EP liegen lassen. Nein! Warum tun wir denn so etwas? Hier rechts. Ich hab die EP geholt. Hier sind gefallene Junker. Hab welche. Bin schon mit ihnen zugange und total übermütig jetzt. Hab auch schon 2 Herzen verloren von meinen Bums. War es das mit den Junkern? Oder ja, ist noch? Ja, ja. Das war schon die Sonderquest. Ich möchte nochmal. Ja, dann müssen wir vielleicht mal in eine andere Welt, wo wir jetzt mal weiterkommen. Jetzt sind wir ja gut ausgerüstet aktuell. 130. Ja, gleich. Ja, okay. War gut. Witzigerweise, guck mal hier, ist unser Anti-Spawn-Gerät, aber es wirkt gegen die da gar nicht. Nee, geht bei den Quests wahrscheinlich nicht. Das kann sein. Guck mal, hier ist doch schon mal ein gelbes Portal vor uns. Sollen wir das mal ausprobieren? Ja. Tschupp. Hier riecht's nach Pippi. Musa-Cola. Hier riecht's nach Pippi. Mhm. Ich finde das eklig. Ich will nie wieder in ein gelbes Portal. Der arkane Spiegel bietet eine superschnelle. Mehr lesen konnte ich nicht. Ich habe da gar nichts stehen bei mir. Ich habe außer tiefstes Musa-Cola. Der waren wir aber schon mal, glaube ich. Aber nur gucken waren wir hier. Nur gucken, nicht anfassen. Was gibt's? Ah, hier gibt's diesen blauen Saphir, ja. Da unten ist ein Papagei. Und Holzhütten. Und da unten, guck mal, stehen so Männchen. Da unten Felsblock Golem steht hier unter mir einer. Und was sind das für Kerle? Das sind Kapongo. Kennen wir den schon? Kapongo. Kapongo sind das. Ich hab den Kapongo angesprengt. Oh, jetzt ist er bei mir! Hat sich direkt hochgebeamt. Diese kleine Drecks... Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Ab das Felsgolem. Ich hab den Felsgolem. Was machst du denn da? Ich hab Krieg begonnen. Bin mitten in das Gemetzel reingeraten und ich bin jetzt auch gleich tot. Weil der Kapongos, die sind heftig. Hat ja nicht lange gedauert, bis ich mich in eine. Ich hab eine Bombe auf sie geworfen und dachte, ah, wie schön, ich bin ja hier oben und schwupp standen sie neben mir. Oh Mann. Jetzt ist hier aber mindestens mal ein bisschen Action heute dran. Ja, ja, klar. Das hat ja bisher noch gefehlt in der Aufnahme. Schlimm ist, ich heile langsamer, als die Kabongos mich töten können. Ja, ich bin auch gerade getötet worden. Getötet worden? Getötet, ja. Ich bin getötet worden.
Aber ich habe einen Kapongo getötet. Jetzt renn ich mal hier weg. Oh, da sind der Faschenzert. Aber das gibt gut EP, wenn du die ablegst. Ja. Ich habe leider nichts zu essen, deshalb kriege ich immer nur so ein bisschen. Ja. Ach, der Steingolem geht auf. Jetzt ein Kiesel, ach, die werden ja immer mehr und kleiner und sowas. Ja. Jetzt haben wir sie aber, oder? Haben wir aber gleich ein Level up, wenn wir so weitermachen. Ja, gut. Ich will mal ganz kurz hier im Inventar rumkrabbeln. Zum einen hätte ich gerne meine kupferne Hacke hier mal. Das Bett brauche ich nicht, aber was zu essen wäre gut, wenn man ab und zu sich mal einen Snack im Mund stecken kann. Dann heilt man ja aber noch mal schneller. So. Und jetzt hätte ich gerne die Hacke und mal kurz hier diese blauen Dinger. Ich weiß nicht, ob wir die dringend brauchen. Kämpfst du irgendwem mit irgendwem? Nein.